Jede Katastrophe ist natürlich besonders, weil sie in einem sehr speziellen historischen Moment, in einem sehr speziellen historischen Kontext stattfindet. Und Pandemien gehören natürlich zur Menschheitsgeschichte dazu. Trotzdem gibt es natürlich einige Momente, die die Corona-Krise sehr besonders machen für unsere Zeit heute. Zum Beispiel ist das eben der Fakt, dass sie uns direkt hier in Europa auch berührt hat, dass wir sie eben nicht ausblenden konnten, so wie wir frühere Epidemien ausblenden konnten, zum Beispiel 2002, 2004. Und sie hat natürlich auch gezeigt, wie stark wir global vernetzt sind, wie stark wir voneinander abhängig sind. Inwiefern das tatsächlich eine Zäsur darstellt, werden natürlich erst die zukünftigen Historikergenerationen entscheiden können. Aber es gibt durchaus ein paar Momente, die darauf hinweisen, dass es sich um eine Zäsur handeln wird. Also wenn wir zum Beispiel an die Aufmerksamkeit für die sozialen Pflegeberufe denken, also Krankenpfleger, Altenpfleger, aber auch für die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern, der Ärztinnen, der anderen Mitarbeiterinnen bis hin zum Putzpersonal, wenn wir an die Ökonomie und die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens denken. Also wenn kleinere Kliniken geschlossen wurden, die wir jetzt eigentlich wieder gebraucht hätten, um auch dezentral auf diese Krise reagieren zu können, dann können wir schon davon ausgehen, dass es sich zumindest um eine kleinere Zäsur handeln wird. Und dabei hilft eben Klatschen allein nicht. Aber wir sehen, dass eben auch da in der Gesellschaft schon eine gewisse Aufmerksamkeit da ist. Mit dem kollektiven Bewusstsein ist das natürlich eine schwierige Geschichte. Also es gibt keine Checkliste, die man ausfüllen kann und dann geht eine Katastrophe in ein kollektives Bewusstsein über. Das ist sehr viel einfacher mit dem individuellen Erinnern. Was das kollektive Bewusstsein anbetrifft, ist das von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Also zum Beispiel die Zahl der Opfer, also was Verluste an Menschen, aber auch an Kapital, an Eigentum betrifft. Wenn das sehr hoch ist, vor allem die Zahl der Toten, dann reicht es natürlich direkt und sehr weit in die Gesellschaft hinein. Und dann ist quasi jede Familie davon betroffen. Das erhöht die Chance, dass es tatsächlich in ein kollektives Bewusstsein übergeht. Aber es ist eben auch keine Garantie dafür. Es gibt tatsächlich sehr viele Muster, die immer wieder in Diskursen über und nach Katastrophen auch auftauchen. Ein ganz klassisches ist das Aushandeln von individuellen und kollektiven Interessen. Also das geht oder fängt mit den Wunsch nach Normalität an, der sich zum Beispiel auch im hedonistischen Sinne austoben kann, wie wir am Anfang mit den Corona-Partys erlebt haben. Und auf der anderen Seite eben die starke Verunsicherung, die Unsicherheit, vielleicht sogar die Verzweiflung und auch diese Akzeptanz, dieses Aushalten dieses Ausnahmezustandes. Es geht eben dabei sehr viel um das Aushandeln von Persönlichkeitsrechten und Freiheitsrechten. Gleichzeitig ist das sehr eng mit der Rolle des Staates verbunden. Also wie stark darf ein Staat eingreifen in Persönlichkeitsrechte, in Freiheitsrechte, auch was das wirtschaftliche Handeln anbetrifft. Da wird es natürlich besonders virulent. Und da gibt es sehr interessante Momente, die wir auch jetzt beobachten können, dass eben in der Wirtschaft sehr stark danach verlangt wird oder vor der Krise verlangt wurde, dass sich der Staat zurückzieht und sozusagen die Dynamiken des Marktes sich frei entfalten lässt. Und jetzt aber die gleichen Unternehmen fordern, dass der Staat eben sie unterstützt. Katastrophen können natürlich gesellschaftliche Lernprozesse anstoßen, aber das ist auch kein Muss. Es ist natürlich eine Situation, wo sehr viel möglich ist, wo die Schwachstellen offen liegen und wo man tatsächlich schauen kann, was ist verbesserungswürdig, was kann man ändern, wo die Situation in der Gesellschaft auch in der Regel so ist, dass ein Änderungswille vorhanden ist. Aber wie wir sehen können, wenn wir Lehren aus der Pandemie 1918, der spanischen Grippe, ziehen wollen, so viel haben wir offenbar nicht dazu gelernt, weil eben damals auch schon bekannt war, dass man sehr schnell darauf reagieren muss, sehr schnell dieses Social Distancing einführen muss. Und wenn wir auf die USA zum Beispiel schauen, ist das ja tatsächlich nicht so schnell passiert.